So Leute, willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wir waren mal wieder fleißig am Einkaufen, am Shoppen, am Online-Bestellen. Es hat sich wieder einiges angesammelt, werden wir euch heute vorstellen. Das Ganze haben wir nach Team-Member, also nach Personen gegliedert. Also ich zeige euch erst, was ich mir geholt habe, dann was Anton sich geholt hat, was Lars sich geholt hat, was Lukas sich geholt hat und so weiter. Also damit ihr die einzelnen Personen wisst und das zuordnen könnt, wem was gehört. Weil sonst habe ich immer nur gesagt, so yo, das wurde sich geholt und das. Und man wusste nie, okay, hat jetzt Henning sein ganzes Geld rausgeknallt oder hat Lars oder so, je nachdem. Also ich denke, ihr versteht's. Wir fangen direkt an mit einem Item, was nicht von mir ist, aber ich stelle euch erst meine vor. Aber ich wollte das gerne als erstes zeigen im Video. Denn es wurde sich ein 4er Off-White Jordan geholt, was, glaube ich, das beste Item von dem LPU ist. Und auf Placement-Basis, ihr könnt den Schuh auch aktuell bei uns in der App gewinnen, in der Heat Movement App. Erster Link im Bio, deswegen auch das erste. Wir haben den schon im Resale gekauft, hier ist noch das Plugitech drin, das brauche ich jetzt nicht verstecken, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ihr könnt den Schuh auch aktuell bei uns in der App gewinnen, in eurer Wunschgröße. Erster Link im Bio, tragt euch da super gerne ein, ihr müsst euch einfach nur die App runterladen, dann seid ihr da direkt dabei. Nirgendwo anmelden, keine Kacke so mäßig, das ist einfach nur eigentlich App-exclusive, aber wir haben gedacht, komm, der Schuh ist so nice und haben so viel in der App schon mitgemacht, dass wir doch auf IG und auch auf YouTube posten. Auf jeden Fall wurde sich jetzt auch hier ein 4er geholt, geisteskranker Schuh, 1200, 1300 Euro sowas roundabout hat er gekostet. Damals schon hatte Lars sich überlegt für 650, 700, aber dann haben wir es doch alle gelassen, weil wir dann gedacht haben, oh, das ist so viel und jetzt ist er bei 1200. Einfach die Farbe und das Obermaterial ist so special und hier so ausgefranste Naht. Und also ich bin geisteskrank überzeugt von dem Schuh. Auch hier mit diesem Netz, was man hier hat. Und also wirklich optisch ist der wirklich super. Also auf Bildern habe ich schon öfter gedacht, oh, sehr, sehr nicer Schuh, aber auch so in-hand. Einfach krank. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Hat er auch schon den Union 4er und so hier. Finde ich den persönlich deutlich besser. Mit der beste 4er. Jetzt Preis-Leistung muss man natürlich immer im Kopf haben, den man sich immer aktuell holen kann. Schreibt gerne mal eure Kommentare dazu, eure Meinung dazu in die Kommentare und nehmt auch sehr gerne am Gewinnspiel teil in der Heat Movement App. So, dann kommen wir jetzt zu meinen Pickups. Das war wie gesagt vom Team noch. Also wir haben als erstes ein Item, wovon ich leider sehr enttäuscht bin. Ich erzähle euch jetzt auch gleich warum. Das Häufchen hier. Es ist ein T-Shirt von Vessit Works, was ich aber behalte, also ich retourniere es auch nicht, dann erzähle ich euch jetzt auch warum. Vessit, ich bin sehr großer Fan von Vessit, ich habe auch einen Sticker von Vessit auf meinem MacBook, so ich feiere die Sachen, die er released und wie er das macht und so, deswegen auf No Hate, aber so einfach mein Feedback dazu. Ich habe mir halt von Vessit Works, das ist ja seine Basic Line, habe ich mir das grüne Tee bestellt, weil ich immer gelesen habe, ja der Fit ist so nice und die Stoffe sind so speziell. Und jetzt kam das hier an und es ist wirklich ein, also das ist wie diese Fußball-Trainings-T-Shirts oder diese Fitness-Trainings-T-Shirts von Nike. So, also das ist so dünn und also das ist wirklich ein Sportstoff. Also ich sag jetzt nicht, dass es schlimm ist, weil es dünn ist, ist ja auch für den Sommer, aber das ist so ein richtiger atmungsaktiver Stoff. Also wir haben ja hier ein Büro, so ein kleines Fitnessstudio. Ich bin ehrlich, ich ziehe das jetzt für das Fitnessstudio halt an. Der Fit an sich ist auch jetzt nicht unbedingt geil und das T-Shirt hat 40 Euro gekostet, plus 5 Euro Versand. Und wenn ich es jetzt zurückschicke, kostet es nochmal 5 Euro Versand. Und dann kriege ich nur die 40 Euro zurück. Sprich, dann hätte ich 10 Euro verloren. Und dann hätte es im Endeffekt nur 30 gekostet. Also behalte ich es jetzt einfach und habe gesagt, okay, komm, ich ziehe es halt ins Training an. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, weil also ich hätte es jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, da kommt so voll der nice Baumwollstoff. Es ist jetzt halt ein Sport-T-Shirt. Fit ist jetzt nothing crazy, aber ich wollte es euch halt kurz zeigen, keine Ahnung. Falls ihr was von der Marke habt, schreibt mal in die Kommentare, weil er hat immer so DMs gepostet, wie geil die Quali und so ist. Also ich bin echt eher so negativ überrascht, aber okay, wenn das halt so sein Film ist und das krass nachhaltig ist, dann ist es halt so. Dann habe ich mir noch den Dankai Vest Grey geholt, habt ihr vielleicht schon in der Story gesehen, den habe ich jetzt zu Hause vergessen. Shame on me, aber ich denke, ihr kennt den Schuh, war jetzt auch nicht allzu teuer, ich glaube 140, 145, sowas habe ich für den bezahlt. Ist ein cooler Schuh. Habe ich gedacht, für den Sommer vielleicht auch ein bisschen, fand ich jetzt ein bisschen auffälliger als ein Pure Platinum. Ja, ich meine, wir können ja hier einblenden, ich denke, ihr seht den Schuh. Also, was soll ich jetzt groß noch zu sagen? Das waren meine LPUs, das Vessity und der Dunk High und halt der 4er Off-White aus dem Team. Next off, ich habe hier mein schlaues iPad wieder, wie immer, haben wir von Lars die LPUs. So, jetzt habe ich die Sachen hier kurz hergekramt. Lars hat sich einen 4er geholt auf Konsumbasis. Ne, wir schicken ihn nur ein bisschen drauf, weil er schon einigermaßen viel Geld ausgegeben hat in letzter Zeit, aber gut, jeder so wie er will. Lasi, ein 4er Tau Pace, oder wie auch immer man das ausspricht, in diesem Mocha Colorway auf Travis angelehnt. Geisteskranker Schuh, 360 Euro sowas hat er dafür, glaube ich, 360, 365 Euro hat er dafür hingelegt. Das ist wirklich nice, also geisteskrank. So an sich könnte man jetzt davon ausgehen, oh, ist ein bisschen basic, aber er hat ihn gestern angehabt, der kommt schon wirklich übelst nice.
Ich glaube, er hat sich jetzt auch Cream Laces dafür bestellt, um zu schauen, wie es aussieht. Es ist dann vielleicht ein bisschen too much, aber gut, let's wait. Keine Ahnung, vielleicht kommt sie auch übelst krank. Allein die Kombi an sich beißt sich das ja mit diesem Braun und mit diesem eher Neonrot, Dunkelorange. Aber es wirkt echt nice, auch wenn man die Lasche hier noch sieht, dass die rot ist und so. Das ist ein sehr, sehr guter Schuh. Ich finde auch dafür, dass er so wie der Mokka ist, ist er gar nicht so krass im Hype gewesen. Also er wurde dann auf einmal halt released, klar, mit ein bisschen Aufmerksamkeit, aber so an sich, jetzt zum Beispiel bei Mokka, da war ja gefühlt ein Dreivierteljahr Hype vorher und dann kam der erst raus. Der kam jetzt eher so unterm Schirm, keine Ahnung. Finde 360 Euro auch relativ günstig sogar noch für den Colorway. Als nächstes haben wir einen Sweater von Represent aus den Basics oder wie heißt das nochmal? Represent Basics oder Essentials oder so. Raws war ja Peso. Es ist dieser Cream-Sweater. Es ist jetzt halt nothing too crazy, ne? Es ist halt ein Sweater, wo nichts drauf ist. 800 Euro Sweater ohne Aufdruck, mäßig. Aber der hat jetzt nur 90 gekostet. Ja, mit diesem Kragen, der relativ eng ist bei Represent, kommt auch echt cool. Der ist relativ groß, ich glaube XL. XXL hat Lars sogar. Blanks. Blanks heißt das. Nicht Basics oder Essentials, Blanks. Und Raw war Peso und Blanks Essentials. Represent. Ja, an sich fit ist cool, Colorway ist gut, Stoff ist gut. 90 Euro finde ich für einen Sweater echt okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das in dieser Dreier-Aktion geholt hat, wenn man drei Teile kauft bei Blanks, dass man dann das Rabatt mit Rabatt bekommt, weil eigentlich kosten die T-Shirts ja schon so roundabout 80, aber mir wurde jetzt gesagt, dass er dafür 90 bezahlt hat, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Kann man sich echt mal angucken. Generell finde ich das sehr, sehr nice, dass da aktuell so diese Raws und Essentials und alles so im Hype ist, weil, also, ich feiere das auch, wenn manche Sachen da einfach Blanks sind ohne Print. Das finde ich sehr, sehr cool. Das war ja vor ein, zwei Jahren nicht so. Da war alles immer mit, ey, ich brauche hier einen lauten Print und hier brauchen wir geisteskranken Digitaldruck. Am besten vorne und hinten drauf. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag es auch eher schlicht. Als nächstes, wir sind immer noch bei Lars, hat er sich, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, sage ich mal, ein 700 V2 geholt. Vielleicht auch schon eine IG-Story bei ihm gesehen. Also bei Heatmove und an ihm. Den 700 V2 Cream. Er rockt ja auch den Static und das ist einfach sein Film und da hatte ich eigentlich, also ich wollte den Schuh auch oder habe gesagt, so, oh, der würde mich auch mal interessieren, aber ich habe dann, also wir hatten alle ein L kassiert, außer Anton hat ein W und Anton will nicht und dann hat er zu uns gesagt, jo, macht es unter euch aus, ihr kriegt den dann. Ich habe ihm jetzt Lars überlassen, hat heute auch schon ein sehr, sehr nices Outfit dazu gerockt. Ich war erst etwas skeptisch, weil ich finde, dass er schon im Static sehr ähnlich sieht, aber ja, mit den Details ist halt, je nachdem wie man es sieht, ne, wenn man den Schuh so komplett ohne Vergleich sieht, ist es ein sehr, sehr nicer Schuh. Wenn man halt den Static neben dran hält, dann könnte das halt so sein, ja, ist ein bisschen Static von Wish so, aber finde ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, heute hat er einen sehr nicen Fit dazu angehabt, auf so eine Cream-Hose und so ein helles T-Shirt und so, auf Arzt war das ein bisschen angelehnt. Sehr, sehr nicer Schuh, 240 Euro Retail, beziehungsweise 245 mit Shipping, bei SNS war das, glaube ich, im Raffle. Auf jeden Fall worth, der, kurz mal reingeraped, der Static hat ja glaube ich 300 Retail gekostet, also finde ich auch echt nicht schlecht von Adidas, dass die gesagt haben, dass es vielleicht, keine Ahnung, war vielleicht ein bisschen too much oder kommen, vielleicht verkauft sich es auch nicht für 300, nicht so gut, was weiß ich, auf jeden Fall sehr, sehr nicer Schuh. Nächste Person, hier auf meinem schlauen iPad haben wir Luca mit zwei Hosen, fangen wir direkt an mit einer LFDY Hose, die Wavy Pant nennt die sich, aus der neuen Kollektion, aus der Established Kollektion. Finde ich natürlich auch alles in der Heatmove von der. Alle News to Sneaker Releases und Streetwear Releases. Ne, Spaß, aber haben wir natürlich auch mit drin. Wavy Pant, bisschen Track Pant Stoff, ist eine schwarze Hose. Ich finde es immer so schwer, hier die Teile zu zeigen, weil ich mich nicht selber sehe und nicht genau weiß, was eingeblendet wird. Mit einem hellschwarzen Seitenstreifen, sage ich mal, LeFast obendrauf. Kordeln ist jetzt an sich so nothing crazy, aber ich denke, er hat einfach eine Hose gesucht, die jetzt halt so krass außergewöhnlich ist, aber trotzdem gut fittet. Track Pant Stoff unten. Kann man die weitermachen, hier dieses Triangle, mit dem Reißverschluss kann man das enger machen. Finde ich eine sehr coole Hose, habe ich persönlich jetzt an ihm noch nicht gesehen. Ich habe sie nur gesehen, als sie hier ankam, weil die alles immer ins Büro schicken. Und ja, denke ich, 90 Euro für 90 Euro, sehr guter Pickup, wenn die nice fittet. Ich kann ihn ja mal später fragen. Hat den Zipper hier, ich sehe es gerade. Wenn auf diesen Zippern YKK draufsteht, das ist irgendwie so eine Zipper-Firma, da, also die macht die ganzen Zipper. Immo hätte man da einen LFDY-Custom-Zipper nehmen können, aber na gut, so ist es. Nächste Hose von Luca, die werden wahrscheinlich schon eher mehr Leute kennen. Die Fragment Jordan-Hose, an sich, jo, alles klar, Hose, nicer Fit. Unten kann man die aufmachen, also man sieht den hier mit Custom Jordan-Zipper. Man sieht schon, das ist halt aktuell innen, viele Marken machen das und so weiter. Aber Besonderheit, hat auch 90 Euro gekostet, aber Besonderheit, Luca hat sich, da ist eigentlich so ein Netz hier drin auf, also im Gesäßbereich,
Das hat den irgendwie genervt oder das war so heiß. Da hat er sich einfach eine Schere genommen und hat das komplette Netz aus dieser kompletten Hose rausgeschnitten. Hier sieht man es noch. Hier das Netz und hier ist es weg. Also er hat einfach hier oben das komplett, das ging bis runter, hat einfach das komplette Netz rausgeschnitten. Finde ich auch relativ mutig, weil hätte ja sein können, dass dann die Hose irgendwie kaputt war oder dass dann der Tragekomfort komplett für den Arsch ist. Aber gut, das dazu hinten auf der Gesäßtasche. Jordan Fragment Collab an sich, nice piece, blau, ja, ich glaube paar weiße Air Force drauf. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, ist jetzt aber auch immer jetzt nothing too crazy. Auf natürlich nur Schussbasis. So, als nächstes haben wir Anton, das ist glaube ich dann auch schon die letzten zwei Teile von dem RPU. Anton ist aktuell in seinem schwarzen Schuhe-Film. Hat anscheinend schon genug helle Schuhe und bunte und weiße und deswegen hat er sich zwei schwarze Schuhe in letzter Zeit geholt. Ich fange mit dem 5er Jordan an. Ist nicht nur der erste schwarze Schuh, der jetzt hier mit sich in letzter Zeit geholt wurde, sondern auch der erste 5er. Der Anthrazit, der war bei Beasten immer mal wieder, wurde der gerestockt und halt Heat Movement App mäßig, haben wir den oft auf dem Schirm gehabt und da hat er sich jetzt dazu durchgerungen, hat ihn mal bestellt, hier mit den silbernen Details. Lars hat mir gesagt, das ist hier an Kampfjets orientiert, diese Bemalung. Also don't ask me, das hat mir Lars gesagt. Keine Ahnung, ob das ein krasser Witz war, aber anscheinend ist es so. Onfeeds kommt der echt gut, der Schuh. Ist halt mal was komplett anderes, aber ich finde, es fällt jetzt nicht irgendwie krass negativ auf. Hier 23 Jordan drauf. Nices Upper, nochmal anderes Material als hier. So an sich, ich denke, ihr seht ja den Fit, kann man jetzt dazu krass nichts sagen. Anton ist der Meinung, dass schwarze Schuhe wieder mehr inkommen, nachdem sie so ein bisschen, ich weiß nicht sagen, in Verruf geraten sind, aber nachdem halt eher so diese ganzen All-White und Triple-White und weiße Toebox bei Jordans, diese mit viel Weißanteil auf jeden Fall, die Schuhe so krass beliebt waren, ist jetzt das halt aktuell laut Anton oder die neue Wave, die kommt. 5er Anthrazit, natürlich gibt es dazu auch noch ein linkes Paar. Retail 190 Euro, glaube ich, mal kurz auf meine Liste. 190 Euro hat dann gekriegt, wie gesagt, war jetzt halt so geisteskrank schwer zu bekommen. Und der nächste, und auch der, also der nächste schwarze Schuh, der nächste Schuh von Anton und der letzte Schuh in diesem Video, das letzte Item ist der Stüssi Air Force. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut erkennen, weil es halt wirklich all black ist, wie Kaminfeger. Der Stüssi Air Force gibt es ja auch noch in diesem Sale Colorway. Da ist er echt nicht schlecht, nicht, dass der jetzt hier schlecht wäre, RIP. Hinten mit so ein bisschen, mit dem Stüssi-Logo auf Philipp Plein angelehnt, Imo. Also so ein bisschen Detail halt. Das Obermaterial weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was das für ein Obermaterial ist. Das ist so ein bisschen auf Kord gemacht. Das ist auch so ein ganz krass gestitchtes Swoosh. Das ist auf jeden Fall ganz speziell. Ich denke, ihr seht ja auch die Shots, ihr kennt die Schuhe. Hier oben die Lasche, Stüssi Nike Collab, Lasche auf jeden Fall gemacht. Ansonsten ist es halt, also das ist halt, Antons Film, er sagt halt schwarze Schuhe und er ist nice und so. Und manche in dem Büro sagen, dass er aussieht wie ein schwarzer Backstein am Fuß. Lars hat sich da, glaube ich, eher negativ dazu geäußert zu dem Schuh. Ich finde ihn eigentlich nice, so kann man mal rocken. Man muss ja auch nicht immer die krass auffälligen Schuhe rocken. Wenn man zum Beispiel mal eine hellere Hose oder mal eine andersfarbige Hose hat, kann man den halt immer draufziehen. Und ich glaube, der war jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, 170 Euro roundabout hat der, glaube ich, gekostet. Also dafür, dass es eine Stüssi Collab ist und dass auch der helle Colorway, ich sehe gerade hier vorne ist auch nochmal ein Stüssi Logo eingestitcht. Dafür, dass der helle halt auch relativ stark gestiegen ist, finde ich den wirklich preis-leistungstechnisch echt super. Wenn man die Collab halt will, wenn man das Obermaterial will, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich hoffe, war was für euch dabei. Das hat euch unterhalten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was das beste Piece, euer Lieblingspiece ist. Wahrscheinlich der 4er Off-White. Denkt auch dran, dass ihr den aktuell in der App gewinnen könnt. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich danke mich, dass ihr, wenn ihr es bis hierhin angeschaut habt, sehr Ehre. Liked gerne das Video, abonniert den Channel und kommentiert, wie gesagt, euer Lieblingspiece. Und dann sehen, hören wir uns im nächsten Video. Peace.